Es gibt einige Gelehrten, die gesagt haben, eine Frau darf in einer Gruppe von Frauen Hajj machen. Wenn diese Gruppe vertrauenswürdig sind und wenn die Frau keine andere Möglichkeit hat, weil sie gesagt haben, Hajj ist Pflicht und deshalb kann sie das machen. Und die haben einige Belege gebracht, aber die kann man nicht als Beweise nehmen, weil die das verbieten, stärker sind und deutlicher. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau, die an Allah und den letzten Tag glaubt, reist nicht allein ohne Mahram. Wer ist Mahram? Der Bruder, der Onkel, der Vater, der Sohn. Das ist derjenige, der die Frau nicht heiraten darf oder derjenige, der mit der Frau in einer Heiratbeziehung ist, wie zum Beispiel der Sohn von ihrem Mann, weil das wird der Stiefsohn. Und deshalb, wenn eine Frau kein Mahram hat, dann darf sie nicht reisen. Auch wenn das Hajj ist. Weil Hajj Bedingungen hat. Und die Bedingungen sind, dass man Geld dafür hat, dass man gesund ist und dass der Weg frei ist. Und bei der Frau, dass sie ein Mahram hat. Und wenn sie diesen Mahram nicht hat, dann ist sie befreit. Erstmal von Hajj. Bis sie die Möglichkeit bekommt, dass sie Hajj macht, wallahu ta'ala ala wa'ala. Und die Belege und die Beweise für diese Ansicht sind klar. Der Prophet sagte, eine Frau, die an Allah und den letzten Tag glaubt, reist nicht allein. Darf sie nicht. Und es gibt noch eine andere Überlieferung. Ein Mann kam zum Propheten und er hat ihm gesagt, ich will mit dir in den Kampf ziehen. Und ich habe meine Frau gelassen, sie will Hajj machen. Der hat gesagt, kehre zurück und mit deiner Frau. Das wäre die Sache erlaubt. Dann hätte der Prophet ihm sowas nicht gesagt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Es gibt andere Belege, die allgemein, barakallahu fikum, die Reise einer Frau in den Mahram verbieten. Wallahu ta'ala ala wa alam.